Hey, willkommen zurück zu, ich weiß nicht, The Legend of Zelda, aber das ist ja kein The Legend of Zelda, das ist Super Mario Sunshine 64. Und wir haben hier gerade Nasen gefangen, den ich jetzt super übersetzen werde. Hey du Rüppel, ich bekomme ja blaue Flecken, lass mich sofort los. Bowser hat mir diesen Stern geschenkt, also es nimm mir bloß nicht ab. Er wäre ziemlich böse, wenn er das wüsste. Aber ich bin in Eile, also nimm ihn und lass mich runter, du Rüpel. Nun, Juli ist auch wieder dabei, der zockt hier gerade. Und wir freuen uns wieder dabei zu sein. Wir haben bemerkt, dieses Rauschen, das ist hier auf YouTube noch tausendmal lauter als sonst, als es sonst ist. Und ja, gehen wir weiter dieses hässliche Level, was von dem Wind Waker irgendwie aussieht. Tanze auf dem Baumstamm. Oder auch nicht. Oh, kein Waker leider. Das sieht wirklich aus wie dieses Wasser. Und hässlich. Man könnte hier eigentlich voll hacken mit der Kappe, glaube ich. Echt? Nee. Da ist wieder der Wind Waker, Bulli. Du musst eh nicht rein. Naja, Leute. Ja, flieg doch mal, Mario. So, ich zeig jetzt erst, wie der Flugkappe ganz schwierig geht. Er fliegt einfach lang. Ja. Das war's auch schon. Oh ne, man muss auf den Baumstamm tanzen, aber Juli hat keinen Bock darauf. Nee. Das ist ein Trick. La la. Hä, hey, hast du es gerade gesehen? Ich bin voll zurückgeschubst. Okay. Das war der Stern. Voll schwer, ich weiß. Zwei Sterne schon in einer, zwei Minuten hier. Einer, zwei Minuten. Wir wollen locker das Level abschließen. Naja. Beziehungsweise Juli. Naja. Erkunde den Vulkan. Ab hier gab es, glaube ich, auch schon den Panzer. Ja. Boah, das war klein. Naja. So geil. Mit Klappe. Naja, okay. Hier ja, auf dem Wasser. Ja, wir gehen jetzt in den Vulkan und erkunden ihn. Aua. Mal sehen, wie es da aussieht. Bestimmt nicht besser. Nee, überhaupt nicht. Sogar schlechter. Das sind sogar irgendwie. Dieser Boden sieht irgendwie aus wie von so einem Super Mario Bros. Mit den. Also das sind so Eisdinger. Oder von Super Mario Bros. Diese. Aua! Genau. Dieser Dings. Hier ist das richtig beschissen mit der Kamera, die kann man hier nicht ändern. Ja. Wir müssen einfach nur den Vulkan hochklettern, Leute. Freunde. Ich glaube, ich mache gerade die falsche Mission. Ja, du machst eine andere. Du musst ganz normal da hoch. Du holst ja jetzt einen anderen. Egal. Dann zeigen wir euch jetzt, wie man den letzten holt. Oder auch... Na. Ja. Ey, los! Oh, du Sack. Chill. Na, ich mach doch die andere, habe ich mir gerade. Ja. Denn schon nach Reihenfolge. Was tut's denn eigentlich, hä? Jetzt gegen eins. Pass auf! Ich dachte, ich schaff's noch. Ja Leute, das hier ist eine böse Wand. Die sieht man hier aber irgendwie voll. Wir sind hier so ein bisschen aufgedreht. Aber ich nicht. Juli natürlich auch nicht. Doch, der geht am meisten quer hier. Kann das wahr? Springen gegen die Wand. Oh, das mag ich den immer. Genau das, nein. Ich mag das immer, den in diesen Lava-Fall zu hauen. Gib ihm! Lava-Fall, wie geil. Ja, Lava-Wasserfall kann man ja schlecht sagen. Komm! Oh. Boah, ich hab gehört, wie er gestorben ist. Der arme Süße. Du soll der Mörder. Hä? Hey, das hat aber lang gedauert. Bibidi bibidi bim! Bananen! Ja, wir haben nette Unterstützung. Nette Hupen. Der Juli, der muss sich erstmal beruhigen. So, ich habe überlegt, jetzt sammle ich erst noch die 100 Münzen und dann holen wir uns die letzte Mission. Du meinst den letzten Stern? Nein, die letzte Mission. Sag ich doch. Junge, mach sowas nochmal. Jetzt reicht's mir. Münze! Leute, hört sich immer so scheiße an. Sagen wir Freunde. Babys.
Auch wenn wir gerade nicht so viele haben auf diesem Kanal. Oha, der guckt mich an. So, Freunde, auf dem Zeitkanal gibt es ja jetzt auch schon ein paar Videos. Zum Beispiel vom Juli gibt es zwei Stück. Hä? Fast. Die Münze ist jetzt weg. Drei Videos sind schon drauf. Zwei von Juli, eins von mir. Ich habe ein Zelda-Video gemacht. Und der Juli hat ein Walkthrough am Start. Und zwar Pokémon Blau. Was bei uns ja früher rauskam, also als Gelb. Auch wenn eigentlich... So wie Grün halt bei Japan rauskam, aber es wurde ja... Rot und Blau kam als erstes. Mann, boah! Hä? Juli, der Glückscheißer will jetzt sagen, dass Rot und das andere... Rot und Blau waren die ersten Pokémon-Editionen, die in Europa erschienen sind. Und dann kam Gelb. Oder? Ja. Und dann kam Gold, Silber, Kristall, Smaragd... Nee, Rubin, Saphir, Smaragd, Diamant, Perl, Platin... Weiß, Schwarz, Weiß 2, Schwarz, Schwarz-Weiß, genau. Ja, und so weiter. Bis zu X und Y und X. Und das ist, kommt glaube ich Z, ne? Nein, jetzt ist, kommt Omega. Ah ja, stimmt. Saphir? Ne, Omega Rubin. Und Alpha Saphir. Aber die Namen stehen ja noch nicht wirklich fest. Die haben sich auch den Namen Azur gesichert, ne? Da musst du dazu. Echt? War das dann irgendwas mit. Nintendo hat sich auf jeden Fall schon mal den Namen irgendwie Azur gesichert. Die haben sich aber auch schon mal den Namen Wasserblau irgendwie gesichert. Ah, für Feuerrot. Ach genau, die gab es auch noch. Feuerrot und Blatt. Ja! Wo sind wir denn hier? Wieder zu zweit auf einen. Das erinnert mich schon wieder an ein Klischee hier. Ja, komm Leute. Das ist ja wie Mobbing. Die heißen ja auch Bulli. Komm jetzt her. Bulli! Bullis! Bulli hört sich eher an wie so ein Hund. Bulli, los! Attacke! Yo! Was machst du, Mario? Du lässt dich auch noch von jedem hier zusammenschlagen. Ja, das ist hier Endboss-Fight, Leute. Der ist stärker als Bowser hier gerade. Stimmt so, ja. Ja, endlich. Ich finde Bowser nicht so stark. Vor allem nee. Mein Trick. Okay, das war sinnvoll. Ja, Mario, stell dich nicht so an, ist nur Lava. Die aussieht wie Wasser. Hä? Wieso kam die jetzt? Das Puzzle war doch gar nicht richtig. Ach, sei froh, dass du da sind am Ende. Ende? Du das noch? Den Panzer brauchst du doch auch. Ich müsste erstmal. Bist du betrunken? Ich sehe nichts. Die Steuerung ist voll schwammig gerade. Ja, mach die Augen auf. Ich sehe dann am Gamepad hier, der lenkt immer noch nach links. So. Ja, genau, wir zocken mit dem Gamepad. Nicht. Klar, das ist ein Gamepad. Total. Ich habe nicht gesagt, dass es ein Wii U Gamepad ist. Ein Gamepad kann auch einfach ein Controller sein. Naja, Fazit. Juli hat einen Vorstuf am Starten. Am Starten, Dankeschön. Am Starten, zwar Pokémon Blau. Boah, nein, nein. Boah. Der zeigt auch gute Glitches. Oder Tricks halt. Glitches. Das sind schon Glitches. Da Juli bei uns der Pokémon Freak ist. Nee, das ist der Alex in Wirklichkeit. Aber das hat es nicht beigebracht. Ja, los. Hier kann man sich... Was war das denn? Ja, eigentlich kann ich das jetzt abschminken. Nee, du kannst nur auf die Insel. Ja, nein, es gibt ja noch voll viele Münzen in der Lava. Ja, in der Lava gibt's auch noch welche. Ja, und wie soll ich an die jetzt rankommen? Ich hab gesagt, in der Lava. Ja, wie soll ich an der rankommen? Ah, nee, in dem Vulkan meine ich. Oh, Mann. Ja, ich sag mal hier noch ein bisschen. Guck, da sind welche. Ja, sowas zieht sich immer, deswegen reden wir jetzt gerade über Pokémon. Gegen die Opfer kämpfen. Hör doch mal auf. Mario, langsam hast du hier schon wieder. Nein, du hast dich diesmal nicht von dir. Oh, das war Skiller. Das war natürlich geplant. Nicht? Ich schlag die doch immer. Und ich hätte eine kleine Bitte an euch. Könntet ihr irgendwie, nur wenn ihr Zeit habt, den Kanal irgendwie verbreiten? Das ist billig. Das ist jetzt richtig billig. Aber Mama. Weil wir ja anscheinend nur Retro und Let's Plays machen, gerade mal. Die neueren können wir noch nicht so richtig machen. Nur Scheiße irgendwie. Jetzt! Zum Beispiel Juli killt hier gerade die Gegner und schafft's. Ja, wieso fällt denn? Spaß. Ja, rettet er sich auch noch. Hat er verdient. Mako. Ja, genau. Da hinten ist noch eine Sonne. Das, was Weltbewegendes ist. Ja. Hä? Hä? Ja! Nein, du bist gleich tot. Nee. Ich hab volles Leben. Ja, sieh mich. Hä? Mann, kann er mal aufhören, nach links zu laufen? Ja, hier bin ich. Ja, guck mich nicht so komisch an mit deinem imaginären Auge.
Okay, Juli hat das Geräusch jetzt nachgemacht. Was eigentlich das der Gegner war, der Liste. Komm, noch 20. What's going on? Nein! Bitte, Juli. Oh, auch keine Scheiße jetzt. Ich muss da drauf. Das ist der Part wieder am Arsch. Ja, das ist halt alles mit dem Panzer einfacher. Juhu! Das war natürlich. Lecker. Ich warte hier. Wow! Der verbrennt sich fast die Schuhe. Die Münze ist jetzt bestimmt weg. Ist mir egal. Ich bin der hat Stahlkappenschuhe. Ich glaube, die bringen auch nichts. Wenn Lava bringt, ist nichts, nein. Aber halt bei anderen harten Gegenständen. Wir brauchen hier die Goron-Rüstung. Genau, wir brauchen die Goron-Rüstung. So, und jetzt in den Vulkan. Kann man auch so rein. Merkt euch, Leute, wir können auch mehr Tricks zeigen hier. So, ich gehe erstmal hier lang, um die 100 Münzen wirklich zu saven. Ich habe nämlich keinen Bock, das nochmal zu machen. Ja, das ist wunderschön. Nein. 4, 3, 2 und einer, der wieder Ärger machen will. Geh dich töten! Genau. Und die letzte kommt aus der Lava rausgeschossen und der läuft eiskalt vorbei, weil sie weg ist. Ja, was gibt noch Neues zu bereden? Ja. Das war epic. Hast du noch was? Jetzt hier ein Trick. Boah, mehr Infos zum Zweitkanal, würde ich mal sagen, auch wenn er eh noch nichts hat. Da werden wir. Ja. Dann werden wir, also meistens, schätze ich mal, überhaupt gar nicht reden. Oder gar nicht reden, je nachdem. Wir werden da nicht so viel reden. Und Mario krabbelt hier gerade hoch. Ja, das war eigentlich schon alles. Boah, die Kamera ist hier so scheiße bei dieser Mission. Machst du es den letzten? Wir haben nicht mehr zu tun. Das ist doch gut. Ach so, Leute, ich habe mir mal die Wüste angeguckt und die ist so mega hässlich. Echt? Da sieht das. Ich will es nicht. Egal, da sieht der Sand aus wie Urin. Cool, da gehen wir als nächstes hin. Urin gleich. Yeah. Boah, die Kamera ist so blöd. Ich kann die nicht ändern, Leute. Wenn jetzt die Leute jetzt nicht den Fremdbegriff Urin wissen, ich sag's auch. Pipi! Das machen kleine Kinder und Erwachsene. Pipi! Die machen Pipi. Aber jeder sollte diesen Ausdruck eigentlich kennen. 3 Sprung da hoch und dann hast du es. Wieso? Du bist so schlecht. Leute, ein Cut. Nee, ein Cut. Ja, so, Leute. Dann haben wir's. 13 Minuten, passt. 7 Minuten können wir noch in die Urinwüste. Nee, ich glaube, wir gehen jetzt erst in die Giftgrotte. Oder in die Giftgrotte. Die ist nämlich eklig. Oh. Yes. Und die Giftgrotte ist hier. Ich weiß aber nicht, wie die aussieht. Hab ich noch nicht geguckt. Ich mein, was ist das denn? Was steht denn hier? So. Wasn't sure what to do in Hezzy-Mezzy Cave. It is also not... What? Replicating. A world in Super Mario Sunshine. Okay. Ach, sie wussten nicht, was sie hier in diesem Level machen sollten. Boah, das sieht ja mal richtig eklig aus. Ich find's geil. Sie wussten nicht, was sie daraus machen sollten, weil es sowas ähnliches nicht in Dings gab. Jo! Das sieht doch geil aus. Also das gefällt mir. Schöne Giftgrotten hier. So, wollen wir mal einen Glitch zeigen? Nö, warum nicht? Noch nicht. Okay, schade. Oder willst du das mit Nessie machen? Ja. Alter! Das sieht schon cool aus hier. Also, das sieht aus wie so einer Disco, finde ich. So ein bisschen. Wir versuchen euch jetzt mal einen Glitch zu zeigen, aber... Okay, das sieht aus wie Sand. Das macht Sand hier. Oh, und das sieht scheiße aus. Die gelbe Wand sieht wirklich nicht schlecht aus. Sieht schlecht aus. So, ich versuche jetzt hier... Ja. Du darfst ja nicht quer sein, oder? Oder? Den hat Juli außerdem herausgefunden. Also es gibt den auch so, aber der Juli macht den immer anders da. Das war nix. Kurzer Cut, bis das wiederkommt. Also immer wieder. Ja. Ich springe erstmal gegen die Wand. So, jetzt schaffe ich's. Diesmal bin ich guter Dinge. So kann man auch die erste Mission machen, meine Freunde. Und das war ein Fail. Sterben. Ja, warte, bis gleich wieder. Das war. Weiter geht's. Was ist jetzt hier sogar? Ah, Leute. Ach, egal. Das zeigen wir ein andermal. Andermal, wenn wir Bock haben.
So, wir sind jetzt hier in den roten Münzenraum. Da wollen wir gar nicht hin. Was gibt's denn hier Tolles? Ich finde, das Gras sieht gut aus. Und diese Steinbahn. Jetzt gehen wir. Nein, wir kommen nicht hin. Ja, jetzt haben wir uns verlaufen. So. Dann. Hier kann man auch viel tricksen in dem Level. Wie kommt's, dass der Alex mal singt und ich nicht? Mario. Nein! Hey, was hast du denn? Du zögerst heute. Wollte ich gar nicht, ich wollte da hoch. Und Juli ist ein Hacker. Wo ist jetzt? Mario. Ist ein Kämpfer. Der rote Unterwäsche trägt. Und rettet Prinzessin Peach und sie lässt sich immer wieder entfinden. Rote Bowlingkugeln! Das sieht aus wie Kaugummi, diese aus den Automaten. Stimmt. Auf, ab. Auf nach unten. Auf oder nach ab nach unten. Scheiße. Ich darf keinen. Oh, ich guck mir mal fast auf dir drauf, ey. Jetzt sind wir einen geilen Charakter, den ich bis heute noch mag. Wie sieht der hier wohl aus? Stimmt, rot. Ja, hier ist doch alles rot. Nessie, wo bist du, süße Maus? Ist das ein Junge? Mädchen? Keine Ahnung. Für mich schon. Nessie. Der sieht sich an wie beides. Wo ist der mal? Der ist ja wirklich rot. Jo. Jo, der hat einen Bart. Nee, der ist schwarz. Also der, unten. Der hat einen Bart. Der hat einen Kinnbart. Ey, zeig mal deinen Kopf, dein Helm. Nessie kann man schon, indem man irgendwo in eine Richtung guckt. So. Ja, das sieht voll unlogisch aus, richtig scheiße. Das sieht aus wie so eine Kanone. Und das war der erste Stern, der ein bisschen scheiße wurde, weil ich einen Glitch versetzt habe und der hat natürlich wieder in der Aufnahme nicht funktioniert. Wie immer. Woo! Oder unsere Art ist einfach nur scheiße und wir merken es nicht. Nee, passt schon. Man muss uns akzeptieren, wie wir sind. Fall rein! Ah, das sieht doch voll eklig aus. Ich finde das irgendwie lustig. Ich einen leptischen Anfall hier. Den kommst du auch. Finde die 8 roten Münzen. Die machen wir später, auf die habe ich jetzt keinen Bock. Wir machen jetzt eine andere Mission, Leute. Freunde. Ich muss mich umgewöhnen. Ich will diesen Glitch schaffen eigentlich, aber okay. Wir besuchen nochmal Nessie, oder warte mal. Gab's denn da noch so einen behinderten Trick? Kann ja einen geilen Trick. Der ist hier, oder? War der hier? Oder war der? Ich glaube, der war der. Der war hier, oder? Ja, Leute. So, eigentlich muss man da durchs Labyrinth gehen. Aber so, Long Jump, du bist da. Echt? Ja, hab ich auch so gemacht. Da oder nach da, ne? Ja, aber ich glaube, du bist mal wieder schlechter als ich. Also doch, mach einfach. YOLO. Long Jump. War klar. Ich lebe noch. Nein, Mario. Hä? Ja, das war so ein Bowser irgendwie. So. Ich hol jetzt einen Stern, ganz einfach. Ey, Toad, ich bedrohe dich, gebe immer einen Stern. Ey, ich kick dir noch ein paar. Hallo Mario, achte auf deine Mütze, solltest du sie verlieren, wirst du dich schwerer verletzt und ich kannst mich nicht bedrohen, du Rotkäppi. Solltest du wieder verlieren, irgendwie Prinzessin von. Ist die immer noch bei Bowser oder was? Ach, immer dasselbe mit den beiden. Hallo Schnauze, Toad. Gib mir jetzt den Stern oder es gibt einen auf die Fresse. Ich habe hier diesen Stern irgendwie gefunden. Der lag auf der Straße und irgendjemand hat sich ja mit dem Hintern abgeputzt. Egal. Mario nimmt alles in die Pfoten. 50 Sterne. Und jetzt kommt eine Nachricht. Du hast 50 Powersterne gesammelt. Jetzt kannst du die Tür mit den großen Sternen im Stock 3, im dritten Stock öffnen. Hast du bereits alle Schalterpaläste? Nein! Aber einen machen wir noch, ne? Den holen wir jetzt. Okay, wir holen jetzt den Schalterpalast. Scheiße, da irgendwie machen wir als was und dann machen wir es doch nicht. Wir machen random alles hier. Ja, in der Welt kann man sich alles entschieden. Irgendwie schon. Ich mag diesen Track, Leute. Okay, das war jetzt billig. Hol doch den anderen. Oder holst du jetzt noch einen Schalterpalast? Ich hol jetzt einen Schalterpalast. Yo. Dann können wir nämlich auch die andere Welt vollenden, endlich. Nein, das heißt, dann müssen wir. Oh, du Kaugummi-Baum! Das heißt, wir müssen gleich die roten Münzen sammeln da. Ja, ja.
Okay. Geht ja doch schnell in dem Level. Das ist ja wirklich kein Amt. Bam, bam, bam. Ja. Betrug. Babim, bam, bam, babim. Aber hier gibt's auch so einen geilen Beat, finde ich. Diesmal nicht, Mario. Jule und ich sind ja so Dubstep-Fan und Techno und so. Remixer! Von Spielen, das hört man auch immer im Zweitkanal. Solltet ihr mal reinschauen, liebe Freunde. Der sieht voll komisch aus. Aber der grinst immer noch so geil. Komm, der Sie, wir brauchen mal deine Hilfe. Das war jetzt voll das random Geräusch. Ja. Lakito natürlich wieder bester Kameramann. Kennt man ja nicht anders da. Oh, ich ja, Nancy, bist du besoffen? Bitte nach da. Bitte biegen Sie links ab. Bitte. Ja, Nancy. Also wirklich. Nein. Weißt du was? Was willst du eigentlich? So, wir sind fast da. Nee, sieht irgendwie aus wie Grabsteine, die Wand. Was? Das ist so sass. Hui! Und schon wieder so ein. Oh, ai. Wir sind. Herzlich willkommen in diesem Kurs. Kannst du den grünen Schalterpalast entdecken? Leck, leck, leck. Löst du ihn, dann kannst du in allen grünen Blöcken die Titankappe finden und die dich unbesiegbar macht. Bist du mit dieser Mütze ausgerüstet, kannst du unter Wasser laufen, nicht über Wasser. Nein, dann bist du nämlich das Gegenteil von Jesus. Okay, da habt ihr es gehört, Leute. Das ist außerdem für mich der geilste Track. Ich weiß nicht warum. Alle mögen den anderen, aber den mag ich auch. Aber den mag ich auch. Aber ich mag am meisten hier den. Am besten auch so ein Remix, ey. Oh, da war neben aber. Diese Lache war jetzt geil. Ich wusste, dass ich das wieder nicht treffe. Jetzt aber. Du hast den grünen Schalter aktiviert. Ab jetzt kannst du die Titankappe einsetzen. Möchtest du speichern? Na, ich sagte, möchtest du speichern? Ja, möchte ich. Na, danke. Im Wasser sind noch ein paar. Ja, und ohne die Titankappe ist hier Strömung, wie man das vielleicht sieht. Und hello. Mario hier skillt hier schon wieder ungewollt herum. Wir können jetzt unter Wasser laufen. Ja. Yeah. Hier gibt's noch einen. Das würde ich aber auch gerne können. Also ohne zu atmen. Jo. Hier, kurz rein. Das ist kein Akt. Der nee. Ist voll einfach. Ja. Den schafft sogar nee. Ein Fünfjähriger. Nee. Ja. Wenn er den Weg hier empfindet zumindest und weiß, was er tun muss. Bäh. Und wenn euch dieser Part gefallen hat, könnt ihr ihn liken. Den nächsten Part werde ich liken wieder. Der lügt. Dann wird Juli kommentieren. Der lügt. Der erzählt euch dann schöne Sachen. Der lügt. Ja, endlich. Abonnieren, liken, favorisieren, verteilen, favorisieren, zerteilen. Okay, ich glaube, das wird zu crazy hier. Bis zum nächsten Mal und denkt daran, Mario ist ein Klempner.